Bei Skoda steht die zweite Generation des Kodiaq bereits in den Startlöchern. Um dem großen SUV den letzten Schliff zu verpassen, sind getarnte Prototypen auf öffentlichen Straßen unterwegs. Viel lässt sich so über das Aussehen des neuen Kodiaq nicht verlauten, doch Skoda gibt bereits erste Details bekannt. So wird der neue Kodiaq mit einer breiteren Auswahl an Motorisierungen angeboten werden. Das Highlight bildet dabei eine Plug-in-Hybrid-Variante, die eine rein elektrische Reichweite von 100 km schaffen soll. Als Systemleistung werden 204 PS angegeben. Skoda verspricht für den neuen Kodiaq einen höheren Anteil an Nachhaltigkeit bei den verbauten Materialien wie auch in der Produktion selbst. Ferner machen die ersten Gerüchte über neue Simply Clever Lösungen ihre Runde. Wie zum Beispiel eine gekühlte Ladebox, die zwei Smartphones mit 15 Watt gleichzeitig laden kann. Skoda kündigt ebenfalls an, dass das Design des neuen Kodiaq auch weiterhin der skulpturalen Designlinie der tschechischen Marke treu bleibt. Allerdings soll es für das Interieur ein neues Konzept geben. Wie dieses im Detail ausfällt, wird man wohl erst bei der baldigen Fahrzeugpräsentation sehen dürfen. Bis dahin bleibt es mit dem neuen Skoda Kodiaq weiterhin spannend.